Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Angie von One Kitchen und heute haben wir für euch CoraVin mitgebracht. Und das ist ein Tool, mit dem könnt ihr Wein extrahieren aus einer Flasche, ohne den Korken zu ziehen. Schaut mal her, diese Weinflasche hier, der Korken und ja, die Flasche ist dicht. Das genau kann CoraVin. Tolle Sache, denn man muss nicht gleich die ganze Flasche trinken oder 3 Tage später aus dem guten Wein eine Soße machen, wenn man eben nur ein Gläschen trinken möchte. Das kann man natürlich auch toll verwenden, weil man vielleicht nur einen Wein probieren möchte, ein guter Wein. Und ich will wissen, wie schmeckt der eigentlich und oder ist er noch zu jung, muss der noch lagern? Könnt ihr eben nur ein paar Tröpfchen probieren. Auch das zum Beispiel ist möglich. Oder auch, ihr habt einen Portwein. Auch den trinkt man ja wirklich nicht so eine ganze Flasche. Könnt ihr euren Port haben, könnt mal ein Gläschen nehmen. Oder eben, ihr habt Gäste. Normalerweise würde man sagen, ich habe für euch heute einen Barolo mitgebracht. Und somit könnt ihr sagen, nein, Claudia will Weißwein, Herbert trinkt lieber den guten Rioja und Hans, der möchte den Barolo trinken. Und somit könnt ihr jedem exklusiv den Wein anbieten, auch zu Hause wie in einem guten Restaurant. Das ist so eine tolle Sache. Also CoraVin kommt aus Amerika und was ich spannend finde, ist, dass man am ersten CoraVin, den es auf dem Markt gab, tatsächlich auch sieht, wer den erfunden hat. Das war nämlich ein Mediziner. Die Farben sind so ein bisschen wie OP-Saal, finde ich, ne? Genau. Und hier drin ist ein Argongas, das ist so eine Kartusche hier drin. In dieser Kartusche hier, die sehen dann so aus, die könnt ihr dann hier wechseln, ist eben dieses Argongas. Und Argongas, wusste ich auch nicht, ist in unserer Atemluft. Also keine Sorge, keine Angst, dieses Gas atmen wir täglich ein. Und das kommt dann als Druckausgleich in diese Flasche. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ihr nehmt also die Flasche, setzt den CoraVin auf. Diese Hohlnadel geht dann in die Flasche. Und dann könnt ihr eben anhand, also ihr dreht die Flasche um, gebt eben das Gas, ihr hört schon, in die Flasche, dadurch wird der Druck ausgeglichen, könnt dann den Wein extrahieren, die Menge, die ihr wollt, etwas, also wenig drücken, wenig Wein, viel drücken, viel Wein. Und in einer Kartusche habt ihr ungefähr 15 Gläser Wein. Oftmals, wie gesagt, will man ja vielleicht auch nur ein kleines Stückchen probieren. Also es hängt natürlich immer davon ab, wie viel Wein ihr extrahiert. Aber im Schnitt 15. Seht ihr? Jetzt habe ich die Nadel wieder rausgezogen. Mein Korken, Naturkorken, hat sich wieder zugezogen und die Flasche ist dicht. Und somit könnte ich jetzt diesen Wein in den Keller stellen und nächstes Jahr weiter trinken davon. Das ist ganz spannend. Hier habt ihr Model 2, die sind aus Metall, die sehen sehr schön aus, also gibt es in verschiedenen Farben. Für diese Details könnt ihr einfach im Shop gucken. Aber es gibt natürlich noch ein paar Tools, die auch wichtig sind und die man hier noch in Kombination nutzen kann. Zum Beispiel verschiedene Nadeln zum einen, weil wie gesagt, ein ganz, ganz alter Wein hat auch einen möglicherweise einen sehr trockenen Korken. Und der braucht eine extra dünne Nadel. Oder in der Gastronomie zum Beispiel muss es doch ein bisschen schneller gehen, habt ihr eine etwas dickere Nadel, damit es etwas schneller fließt. Und für einen normalen Haushalt ist jetzt diese Nadel die normale Normnadel dabei. Und noch ein ganz praktisches Teil gibt es, und zwar die Dekantierhilfe. Das sieht wie so eine kleine Dusche aus. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Das ist echt ganz spannend. Ihr braucht nicht dekantieren. Ihr könnt einfach diese Dekantierhilfe hier aufsetzen. Welchen Wein nehme ich jetzt? Ach, ich nehme einfach nochmal diese Flasche. Wir bleiben beim gleichen. Ich habe auch nur ein Weinglas mitgebracht. So, also nochmal durchziehen. Und hier habt ihr dann die Dekantierhilfe drauf. Gebt dann wieder eben das Argongas in die Flasche und könnt somit sofort, während ihr ausgießt, dekantieren. Auch das spart ganz viel Zeit und Abwasch. So, jetzt ziehe ich die Nadel wieder raus. Hoppla. Und das brauche ich dann auch nur unter fließendem Wasser abwaschen, also den Duschkopf oder eben auch die Nadel. Das wird einfach abgewaschen, dann ist es wieder sauber. Geht also auch ganz schnell dann. Ja. Also ihr braucht die Kartuschen, die könnt ihr im Shop kaufen. Ihr habt dann die Dekantierhilfe, die verschiedenen Nadeln sind möglich. Noch eine Sache, auch ganz spannend. Ihr wisst ja sicher, es gibt auch ganz viel Schraubverschlüsse. Und auch da hat sich CoraVin was ausgedacht. Ihr könnt jetzt einfach diesen Schraubverschluss abnehmen, die CoraVin Schraubverschlussersatz draufsetzen
Und dann könnt ihr über dieses Silikon auch wieder Wein extrahieren. Und bei diesem Wein ist ja jetzt ein bisschen Sauerstoff dran gekommen. Ich habe den ja geöffnet und somit kann der nicht ewig lagern, aber auch bis zu 3 Monaten. Viel, viel länger als ganz normal, wenn ihr ihn öffnet, ne? Also auch das ist eine tolle Hilfe, eine tolle Sache. Super tolle Geschichte für Sommeliers, Leute, die weinaffin sind und gerne Wein trinken, besonders Rotwein. Cora Vin bei uns im Shop.